Um 5 Uhr morgens startet der Arbeitstag für diese Erntehelfer im Nordwesten Mexikos. Der 72-jährige Paulino José arbeitet seit mehr als 30 Jahren auf den Feldern in der Umgebung. An Rente ist für ihn nicht zu denken. Er ist auf die umgerechnet 7 Euro angewiesen, die er hier am Tag verdient. Sparen fürs Alter konnte er damit nie. Alles ist zu teuer. Wenn ich 3 Tüten Lebensmittel kaufe, ist der ganze Lohn weg. Wenn man Bier trinkt, kann man sich sonst gar nichts mehr leisten. Ich rauche nicht, ich trinke nicht und dennoch komme ich nicht zurecht. 80.000 Menschen schuften jeden Tag auf den Feldern in der Umgebung von San Quintín. Die meisten haben nicht einmal einen Arbeitsvertrag. Tomatenpflücker müssen pro Tag 700 Kilo ernten. Wer Erdbeeren erntet, bekommt manchmal umgerechnet nur 1,80 Euro am Tag. Die meisten Feldfrüchte werden in den USA verkauft. Unlängst gingen tausende Feldarbeiter zum ersten Mal für höhere Löhne auf die Straße. Sie erstritten zwar Lohnsteigerungen um 15%, doch das reicht vielen nicht. Bei den Arbeitgebern beißen sie damit auf Granit. Die Löhne könnten schon fairer sein, aber wir können einfach nicht mehr zahlen, wenn wir uns ansehen, was wir ins Geschäft stecken müssen. Wir dürfen nicht an den Punkt kommen, an dem ich den Angestellten sagen muss, dass sie morgen nicht mehr zu kommen brauchen, weil ich ihnen nicht das zahlen kann, was sie gerne hätten. Die Erntehelfer werden also wohl noch länger auf höhere Löhne warten müssen.